Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Medienkonferenz von der Zürcher Sicherheitsdirektion. Wir stehen einen Tag vor meinem Krafttreten vom neuen Asylgesetz, morgen Freitag, 1. März, und berichten Ihnen über den Stand respektive den Abschluss der Vorarbeiten dazu im Asylbereich vom Kanton Zürich. Bevor Sie sich Gedanken machen über den Verbleib von Urs Petschart, dem Chef des Migrationsamts, der normalerweise ja auch da vorne sitzt, er hat einen Skiunfall gehabt und muss heute darum fehlen. Das Wort hat der Regierungsrat Mario Fehr. Ja, vielen Dank. In einer Viertelstunde findet auch eine Bundespressekonferenz von der Bundesrätin Karin Keller-Sutter zusammen mit dem Herrn Gattiker statt. Und Sie sehen, der Kanton Zürich ist immer ein bisschen schneller als der Bund. Wir machen vier Teile. Ich mache es glaube selber, das ist fast einfacher. Wir machen vier Teile. Begrüßung und Einführung, Unterbringung und Betreuung macht die Chefin vom Sozialamt. Ich mache nachher den Teil, den der Migrationsamtschef gemacht hat, plus das Fazit. Ein Tag vor der Einführung des neuen Asylsystems, das wir ja bestens kennen im Kanton Zürich, weil wir das erste Testzentrum da hatten, wie wir schon längere Zeit die drei Bundesunterkünfte bestimmt haben, in Zürich, in Embrach und in Rümlang, unsere 870 Plätze im Rahmen von diesen 5'000 Plätzen vom Bund benamst hat, wie wir schon lange alle 162 Gemeinden haben, die ihren Job machen, die in der zweiten Phase des Asylwesens eine bestimmte Quote aufnehmen, sind wir bestens bereit. Und ich kann Ihnen jetzt sagen, dass wir und Frau Lüberstedt wird Ihnen dann das im Detail ausführen, im Stand sind, die Asylquote, die Aufnahmequote für Gemeinden zu senken, von heute 7 Asylsuchende pro 1'000 Einwohner auf 6 Asylsuchende pro 1'000 Einwohner. Und wir werden im Laufe des Jahres prüfen, ob eine weitere Senkung möglich ist. Auch eine Botschaft, die von heute ausgeht. Wir vollziehen weiterhin konsequent, wir prüfen weiterhin Härtefälle von Amtes wegen. Sehr interessant finde ich die Zusammenstellung, die Sie in den Unterlagen finden, über die Veränderung der Asylpopulation im Kanton Zürich. Ich erinnere Sie daran, der Kanton Zürich hat mittlerweile über 1,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Und wir reden, wenn wir über das Asylsystem reden, reden wir immer über 17'000 Personen, die zugegebenermassen mehr zu schreiben geben als die anderen 1,5 Millionen. Wenn man das 18 mit dem 19 vergleicht, dann haben wir heute 500 Leute mehr im ganzen Asylbestand. Wenn man ein bisschen genauer schaut, wieso sind die 500 Leute mehr, dann sind das primär Familienzusammenführungen und Geburten. Wenn man Geburten und Familienzusammenführungen wegzählen würde, dann hätten wir einen Negativsaldo im 19. Wenn Sie in der Grafik anschauen, oben die Asylsuchenden, dann sehen Sie, der Bund war sehr fleissig. Er hat 1'400 Asylgesuche abgebaut. Das macht er nicht ganz selbstlos, weil jetzt zahlt er noch eine Pauschale von 6'000 Franken. Ab 1. Mai zahlt er dann 18'000 Franken. Und jetzt, was hat das für Veränderungen gegeben? Praktisch unverändert ist die Zahl der Nothilfebeziehenden, obwohl der Bund ganz viel Gesuch entschieden hat, auch viel negativ entschieden hat, ist so eine gelungene Zahl der Nothilfebeziehenden konstant zu lassen. Wir haben aber bei den Flüchtlingen deutliche Zunahme, 1'200 mehr. Nochmal, da hat es ganz viele Geburten drin, da hat es ganz viele Familiennachzüge drin. Und wir haben bei den vorläufig aufgenommenen 700 mehr, auch da viele Familienzusammenführungen, viele Geburten. Und darum bleiben unter dem Strich im Kanton Zürich 1'200 plus etwa 700, etwa 1'900 Personen mehr, die auf dauerhaft hier im Kanton Zürich bleiben und in der einen oder anderen Form könnten mit dem Sozialamt zu tun haben. Jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, darf ich das Wort der geschätzten Chefin vom Sozialamt übergeben. Sie wird jetzt im Detail zeigen, wie wir die Aufgabe von Unterbringung und Betreuung lösen. Ich gebe das Grätzchen an dir. Mario Fehr, guten Morgen miteinander. Wie Sie wissen, nehmen alle drei Staatsebenen im Bereich von der Unterbringung und Betreuung von flucht migrierten Personen Aufgaben wahr. Und da wird sich auch mit der Neustrukturierung des Asylwesens
die morgen in Kraft tritt, nicht ändern. Was sich hingegen ändert, ist, dass der Bund mehr Verantwortung übernimmt, vor allem in der allerersten Phase, wo die Leute in die Schweiz zugewandert sind. Und das macht er vor allem darum, weil wir das Ziel verfolgen, und zwar alle Staatsebenen zusammen mit dem Bund, Beschleunigung der Verfahren herzubringen, auch eine Verbesserung natürlich vom Rechtsschutz oder auch der Beratung der Zuwandernden. Der Bund braucht für die schnelleren Asylverfahren auch Unterkünfte, und er eben die sehr takteten Verfahren durchführt, und Sie haben es bereits vom Regierungsrat Fera gehört. Für das betreibt der Bund auch hier auf dem Platz Zürich, der Asylregion Zürich, ab morgen an zwei Standorten auch Zentren. Es sind drei geplant, aber wir starten jetzt einmal mit der Stadt Zürich und mit Embrach, wo der Bund seine Plätze auch betreibt. Das ist für uns nicht neu. Die Asylregion Zürich war eine Testregion. Wir haben darum uns auch mit dem Bund zusammen als Kanton sehr ruhig annähern als neues System. Und darum ist auf morgen nicht etwa noch eine Schliessung vom Zentrum geplant, sondern wir haben unsere Strukturen, die kantonalen Strukturen, können jetzt sukzessive als neue System angleichen. Wir werden 10 Zentren betreiben mit etwa 1'000 Plätzen, und wir haben im November, also in den letzten Jahren, schon kommunizieren können. Wir haben eine Ausschreibung gemacht, auch vom Betrieb von unseren kantonalen Zentren, dass weiterhin die AUZ und die ORS Service AG für uns die Betreuungs- und Unterbringungsaufgaben in diesen Zentren übernehmen. Wir bauen hier damit auf eine bewährte Zusammenarbeit mit zwei Anbietern, die sehr viel Erfahrung haben. Wir nutzen aber auch neue Verträge und auch neue Konzepte, um Verbesserungen ganz real für Asylsuchende zu erwirken, beispielsweise im Gesundheitsbereich. Wir werden auch im Integrationsbereich noch Verbesserungen erzielen. Wir haben Ihnen noch kurz aufgeführt, wer wie viele Zentren betreibt. Die Service AG wird weiterhin im Rückkehrbereich für uns tätig sein, plus ein Durchgangszentrum, das Mischfunktionalität aufweist, betreiben. Im Bereich der MNA, also der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden, die ja spezielle Betreuung brauchen, wird die AUZ von uns die Aufgaben übernehmen und nebenher 4 Durchgangszentren, im Großen und Ganzen 4 Durchgangszentren betreiben. Allerdings sind wir in diesem Bereich in einer Übergangssituation. Wir planen in Volkertschwil einen Ersatzbau für das bisherige Durchgangszentrum Hegnau. Und da planen wir in sehr, sehr guter Kooperation mit der Gemeinde Volkertschwil. Es ist nämlich vorgesehen, dass die Gemeinde Volkertschwil den Neubau für den Kanton erstellt und der Kanton dort weiterhin ein Durchgangszentrum betreibt. Mitte März wird dort auch entsprechend an der Gemeindeversammlung über eine diesbezügliche Umzonung zu entscheiden sein. In der Zwischenzeit werden wir vor allem in Kolbrunn, in Zell, auch Überbrückungsplätze müssen haben, weil wir werden nicht ganz nahtlos in Volkertschwil können ein Durchgangszentrum betreiben. Und da sehen Sie, dass unser Geschäft ist natürlich auch immer wieder Schwankungen und Veränderungen ausgesetzt. Das mal nicht etwa wegen der Zuwanderung, die ja im Moment sehr tief ist, sondern weil wir auch vor allem infrastrukturell verschiedene Vorkehrungen treffen müssen. Dann haben Sie schon am Anfang gehört, mit diesen Neuerungen können wir es wagen, auch für Gemeinden eine Verbesserung zu erzielen. Sie wissen, der Asylbereich ist wirklich sehr dynamisch, wenn man vor allem noch an die Jahre 14, 15, vielleicht auch noch ein bisschen 16 denkt, wo sehr eine hohe Zuwanderung in ganz Europa verzeichnet worden ist. Da ist das Zusammenspiel von Kanton und Gemeinden sehr wichtig, und das funktioniert in Belastungssituationen oder Phasen, aber eben auch, wenn es ruhiger ist, so auch heute. Das Zweiphasensystem, das wir kennen im Kanton Zürich, das scheint uns ein Erfolgsmodell. Das Zweiphasensystem bedeutet, dass der Kanton am Anfang vom Aufenthalt von Asylsuchenden hier im Kanton Zürich Verantwortung übernimmt, den Leuten Orientierung bietet, erste Integrationsangebote schafft. Aber wir auch darauf hinschaffen, dass die Leute in einer guten Art und Weise in die zweite Phase übertreten können, also in Gemeinden, und damit eine neue Heimat finden, weil die Neustrukturierung Asyl wird vor allem bewirken, dass Gemeinden mit mehr Leuten konfrontiert sind, wo man weiss, die können bleiben und damit auch von Anfang an sehr stark können an der Integration arbeiten. Warum ist es möglich, jetzt die Quote zu sinken? Die Quote ist seit 3 Jahren auf 7 Personen pro 1'000 Einwohner festgelegt. Da sehen Sie auch, das hat mit der Zuwanderung zu tun gehabt, wo sie sehr hoch war. Im Moment ist es sehr ruhig, wir haben eine geringe Zuwanderung, das bestätigen auch die Prognosen
vom Bund. Und die Neustrukturierung Asyl wird bewirken, dass der Bund auch mehr Verantwortung übernimmt mit eben diesen avisierten rund 5'000 Plätzen. Das heisst, es führt da zu einer gewissen Entlastung im Unterbringungs- und Betreuungsbereich für Kantone, aber eben auch für Gemeinden. Und das möchten wir jetzt abbilden, vor allem auch, weil wir stark sind im Vollzug, also in der Wegweisung, Leute, die die Schweiz verlassen müssen, dass wir dort auch schauen, dass die Leute Plätze wieder freigeben. Darum ist es richtig und angezeigt, die Quote per Mann auf 0,6% zu sinken. Gleichzeitig hat der Regierungsrat im Herbst letztes Jahr schon beschlossen, dass man bei der Quote künftig stärker die Integration Rechnung tragen will. Bisher war es so, dass Gemeinden, wenn sie eine vorläufig aufgenommene Person erfolgreich beruflich integriert haben und von der Fürsorge abgelöst haben, haben sie Quote oder Erfüllung verloren, sind also im schlechtesten Fall in der gleichen Woche von uns wieder eine zu integrierende, vorläufig aufgenommene Person bekommen. Wir möchten den Fehlanreiz eliminieren, also Gemeinden, die gut integrieren, nicht bestrafen. Und darum ist es vorgesehen, dass ab 1.3. auch vorläufig Aufgenommene an die Erfüllungsquote angerechnet werden, die beruflich selbstständig sind, also gar nicht mehr von der Fürsorge unterstützt werden. Sie merken, wir gehen in zweierlei Hinsicht in eine Veränderung rein, jetzt in Bezug auf Quote. Also einerseits senken wir die Quote, andererseits tun wir sie neu berechnen. In der ganzen Schweiz neue Strukturierung Asyl vom Asylwesen. Das heisst, wir sind in einer Initialisierungsphase, obwohl die im Kanton Zürich sicher sehr ruhig und unaufgeregt kann über die Bühne gehen. Aber es wird auch so sein, dass wir im Moment auch für Gemeinden können Signale aussenden können, dass in den nächsten Wochen und Monaten auch ruhig wird bleiben. Wir werden uns selbstverständlich kümmern darum, dass die Gemeinden, die noch nicht alles erfüllen, dass die auch noch ihre Aufgaben wahrnehmen können. Aber eben, ich sage, alle Gemeinden erfüllen im Grundsatz. Veränderungen gehören zum Leben und wir werden weiterhin in guten Kontakt mit der Gemeinde in diese Übergangssituation gehen. Wir werden darum auch, weil es eine Übergangsphase ist, das weiterhin überprüfen und auch im Herbst noch eine Prüfung ist die Quote richtig. Aber wir brauchen die paar Monate, um mit der Gemeinde auch in eine neue Balance zu finden. Das wäre der Teil zu der Quote. Dann würde ich gerne den Ball zu den Veränderungen in unserem Leben als zuständige Sicherheitsdirektion. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass der Präsident vom Gemeindepräsidentenverband, der Herr Kündig, informiert ist. Also er freut sich sicher, wenn Sie ihm anrufen und ihn nachher fragen, was er von all dem haltet. Wenn wir den Teil anschauen, wo wir einen konsequenten Vollzug haben, ein paar Informationen. Sie wissen, Eingrenzungen ist ein grosses politisches Thema war, das bis hin zu Parteitagsresolutionen geführt hat. Das ist unsere Zahl im Moment. Wir haben 47 aktive Eingrenzungen. Wenn Sie sich erinnern, das sind 665 Nothilfebeziehende. 47 davon sind eingrenzt. Praktisch alle von diesen 47 sind straffällig, also im grösseren Mass straffällig. Oder sie sind disziplinarisch nicht anders zu handeln als mit einem gewissen Druck. Dann haben wir 73 Personen in der Administrativhaft. Das sind viele Dublin-Fälle, Fälle nach Strafvollzug oder auch wenn der Bund uns sagt, dass wir sie inhaftieren sollten. Da haben wir einen ganz speziellen Kunden, den möchte ich Ihnen exemplarisch dann am Schluss vorführen. Das ist der Prediger von der Arnur-Moschee. Der ist auch bei diesen 73 dabei. Wir wenden eine ganze Reihe von Vollzugsinstrumenten an. Die Idee ist eigentlich immer, Zwangsmassnahmen, Zwangsausschaffungen zu verhindern. Darum fördern wir zuerst mal, wenn es einen negativen Entscheid gibt vom Bundesverwaltungsgericht, das Asylgesuch abgelehnt ist, dann machen wir Ausreisegespräche. Wir bieten Ausreisehilfen, Starthilfe an. Wir haben auch auf den 1. März eine Nothilfeverordnungsänderung gemacht, die uns noch mehr erlaubt, Erleichterungen bei der Rückkehr zu machen. Konkret können wir auch bei Leuten, die es vielleicht jetzt, bis jetzt nicht möglich war, Erleichterungen anbieten. Und wir werden per heute einen neuen Mitarbeiter haben auf dem Migrationsamt. Der heisst Franz Bettig. Die von Ihnen, die schon ein bisschen länger
politisch berichtet im Kanton Zürich. Der Franz Bettig war bis am 28. Februar der Chef der Regionalpolizei vom Kanton Zürich. Er wechselt jetzt ins Migrationsamt mit einem 50% Pensum. Er wird uns für ganz spezielle Ausreiseberatungen und auch Rückkehrbegleitungen zur Verfügung stellen. Dann kennen Sie das Instrument, unsere Härtefallprüfung von Amtes wegen. Ich rufe in Erinnerung, ein Härtefall kann vom Bund anerkannt werden, wenn er oder sie mindestens 5 Jahre da ist, eine gewisse Integrationsleistung erbringt, nicht straffällig worden ist. Wir haben zusammengestellt, was sich verändert hat. Wir haben insgesamt 150 Personen in die Überprüfung einbezogen. Wir sind jetzt bei 100 Aufenthaltsbewilligungen, 100 ehemals abgewiesene Asylsuchende, die sich anständig verhalten haben, die nicht straffällig geworden sind, die Integrationsleistungen erbracht haben und die das auch haben wollen und bereit sind, sich da einzugliedern. Und wo wir in vielen Fällen sie auch gar nicht mehr hätten können, zurückschaffen können. In ihre Länder haben wir eine Aufenthaltsbewilligung können geben. Das hat die Situation merklich entspannt, auch in unseren Unterkünften. 27 Gesuche sind noch hängig. Die Härtefallprüfung ist grosso modo jetzt abgeschlossen von Amtes wegen. In Einzelfällen werden wir das weiterhin machen und selbstverständlich besteht immer Möglichkeit, auch von denen, die abgewiesen worden sind, selber ein Härtefallgesuch zu stellen. Der konsequente Vollzug einerseits und die Härtefallprüfung andererseits haben zu folgendem Ergebnis geführt. Als ich das Amt antreten habe, haben wir rund 1'500 Nothilfebeziehende im Kanton Zürich gehabt. Konkret sind das 10 Unterkünfte. Heute haben wir immer so 650, 660, das sind etwa 40% davon. Und das, obwohl der Bund wirklich im Rekordtempo jetzt ein Gesuch abgebaut hat. Das schaue ich als eine gute Leistung von uns an. Das ist ein vernünftiges Handling. Wir gehen davon aus, dass wir die Zahl weiterhin senken können. Wir haben allerdings einige Probleme. Das will ich nicht verbergen. Wir haben Vollzugsprobleme, wo wir eigentlich nichts machen können, weil wir auf den Bund angewiesen sind. Wir haben mehrere Länder, die sehr, sehr schwierig sind. Zum Beispiel mit Algerien. Wir haben 64 Algerier in der Nothilfe. Im Moment mit Algerien gibt es eigentlich ein Abkommen, das aber nicht vollzogen wird. Wir haben Probleme mit Marokko, 15 Personen im Moment. Wir haben kein Problem mit Tunesien, der dritte Maghreb-Staat. Dort gibt es ein funktionierendes Rückübernahmeabkommen, das wirklich blendend funktioniert. Wir haben Probleme mit Eritrea, 63 Nothilfebeziehende, wo wir finden, der Bund müsste alles unternehmen, um ein Rückübernahmeabkommen mit Eritrea zu erreichen. Und wir haben grosse Probleme mit Äthiopien, 64 abgewiesene Asylsuchende, wo es jetzt in neuestem ein Abkommen mit dem Bund gibt. Der Hassprediger von der Arnur-Moschee, das ist ein Äthiopier, seine Abweisung von seinem Asylgesuch kommt vom Oktober 1917 her. Im November 2018 ist er zu 18 Monaten verurteilt worden, 10 Jahre Landesverweis. Seit dem 5. April 2018, das ist vielleicht eine interessante Zahl, seit dem 5. April 2018 ist der Prediger von der Arnur-Moschee in Ausschaffungshaft. Wir haben jetzt noch bis im April vom Gericht das genehmigt und wir haben grosse Sorge, dass wir ihn nachher rauslassen müssen. Wir sind dezidiert der Meinung, dass der Bund da mehr muss machen. Ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass Frau Bundesrätin Keller-Sutter nicht will, dass irgendwelche Dschihadisten wieder zurück in die Schweiz kommen. Ich weiss, dass die Taskforce Terrorist Traveller vom Bund eine härtere Gangart angeschlagen hat und meines Erachtens gehört der Hassprediger in die Kategorie von Ausländern, von denen terroristische Gefahr ausgeht. Wir haben jetzt ein Abkommen mit Äthiopien. Ich verstehe nicht, wieso Äthiopien den Mann nicht zurücknimmt. Ich verstehe nicht, dass Frau Bundesrätin Keller-Sutter das nicht zur Chefsache macht. Sonst wird Äthiopien das nie machen. Meines Erachtens müsste der äthiopische Botschafter einbestellt werden von ihr. Und man müsste eigentlich Äthiopien sagen, wenn ihr den nicht zurücknehmt, wo eine Gefahr ist für die innere Sicherheit der Schweiz, wenn ihr nicht bereit seid, den zurückzunehmen, dann macht das
Abkommen mit euch eigentlich keinen Sinn. Das haben wir am Bund wiederholt gesagt. Passiert ist bis jetzt nicht allzu viel. Wir sind sehr gespannt, ob vielleicht die heutige Pressekonferenz ein bisschen nachhelfen kann. Ich komme zum Fazit. Der Kanton ist bereit für das neue Asylsystem, das morgen anfängt. Wir senken die Quote, das ist eine wichtige Botschaft an die Gemeinden. Ich betone nochmal, Gemeinden im Kanton Zürich haben einen herausragenden Job gemacht. Wir haben kein Oberwilli, wir haben niemanden, der nicht mitmacht. Auch in den schwierigsten Zeiten, im Herbst 15, Anfang 16, haben die Gemeinden Quotenerhöhung von 0,5 auf 0,7 mitgetragen. Sie haben vollzogen in der Umsetzung. Die Frau Sozialamtschefin hat sie gesagt, in Volkenswil, alle politischen Parteien unterstützen den Neubau in Gossau, alle politischen Parteien. Wir haben eine ganz bemerkenswerte, gute, herausragende Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Unsere Härtefallprüfung war ein Erfolg. Wir haben, glaube ich, jetzt alle die Leute, die wir in die Gesellschaft integrieren können. Und das ist unser Ziel im Asylbereich, die, die da bleiben können, zu integrieren. Und die anderen, die wir nicht integrieren können, müssen gehen. Die Härtefallprüfung ist ein voller Erfolg. Und wir sind dezidiert der Meinung, dass der Bund mehr muss machen bei diesen Rückführungen. Wir können keine Laissez-passer besorgen. Wir sind nicht zuständig für zwischenstaatliche Abkommen. Wir sind nicht zuständig für den zwischenstaatlichen Vollzug von Abkommen. Aber wir können sagen, wir haben Leute, die wir loswerden wollen. Da nur Prediger gehört dazu. Er ist eine Gefahr für die innere Sicherheit. Und jetzt sind wir gerne bereit, Fragen zu beantworten. Also in dieser Verordnungsänderung, dass man mehr bieten kann, Erleichterungen für die Drücker, können Sie das noch ein bisschen konkreter sagen? Da geht es ganz konkret um Geld. Also können wir, ja klar, da geht es um Geld. Also können wir in Einzelfällen finanzielle Anreize anbieten? Ich mache Ihnen gerne ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel bei Algerien grosse Mühe haben im Vollzug, weil Algerien nur Landsleute zurücknimmt, also Algerien sagt relativ schnell, das ist ein Algerier, das ist eigentlich kein Problem, aber sie nehmen nur Leute zurück, die freiwillig kommen, oder? Und es ist unsere Aufgabe in einem, wie kann ich jetzt das sagen, in einem Setting von Vor- und Nachteil, Anreiz und vielleicht auch Zwangsmassnahmen den Weg zu ebnen, dass so Rückführungen möglich sind. Aber die gehen immer so vonstatten, dass der algerische Staatsbürger auf Genf muss fahren, mit unseren Polizisten allein in ein Flugzeug einsteigen und dann muss zurückfliegen. Und wenn da und dort eine kleine Starthilfe kann hilfreich sein, dann machen wir das, weil wir haben Biografien von Leuten, die 12, 13, 14, 15 Jahre da sind und also, wo wir wirklich nicht wollen, dass sie da bleiben, aber wenn wir ihnen eine Starthilfe geben im Land, dass sie in Algerien neu starten können, dann versuchen wir das und wir haben ihnen in mehreren Einzelfällen so können Erfolg erzielen. Jetzt fragen Sie sich, wie viel Geld das dann gibt. Das habe ich gedacht, Herr Mart. 8'000 Franken. Also ich kann Ihnen jetzt Folgendes sagen, ein Jahreseinkommen in Algerien ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, so 3'000-4'000 Franken. Und wir bewegen uns in dieser Grössenordnung, weil das den Leuten erlaubt, zum Beispiel ein kleines Business aufzumachen, einen Kiosk oder so. Aber wir zahlen auch sonst Rückkehr. Hilfen, oder? Wir zahlen auch sonst Rückkehrhilfe. Es ist bei den Biografien, die ich jetzt geschildert habe, in der Regel ein bisschen schwieriger gewesen bis jetzt, weil sie, wie kann ich jetzt das sagen, weil sie strafrechtlich nicht Biografien gehabt haben, wie sie sicher eine haben. Aber eben die Verordnungsveränderung, dort hat einfach den Frankenbetrag. Nein, da hat der Kanton hat quasi eine eigene Schatulle aufgemacht. Im entsprechenden Regierungsratsbeschluss steht, dass wir davon ausgehen, dass uns das etwa 100'000 Franken pro Jahr kostet. Aber ganz ehrlich gesagt ist das nichts im Verhältnis zu den Vollzugskosten, also zu den Kosten in der Administrativhaft oder den Kosten in einem Zentrum oder den Vollzugskosten bei Zwangsvollzug. Es ist eigentlich nichts. Und ich habe ein bisschen die Philosophie, dass wenn die Leute die Schweiz verlassen, vor allem nach langer Zeit, dass es eigentlich gut ist, wenn man das möglichst friedlich kann lösen. Zwangsausschaffungen sind unglaublich anstrengend, unglaublich kostspielig und
höchstens für Zeitungen interessant. Weitere Fragen? Heute Morgen im Radio hören, dass die IT-Teile noch nicht parat sind im Kanton, beim beschleunigten Asylverfahren. Wie sieht das im Kanton Zürich aus? IT? Ja. Ja, nur zu. Der Bund hat verschiedene IT-Grossprojekte jetzt müssen umsetzen. Das betrifft also nicht den Kanton Zürich jetzt speziell, sondern ist eine gesamtschweizerische Frage. Es ist so, dass die IT-Projekte sehr anspruchsvoll sind und es verschiedene Verzögerungen gegeben hat. Kantone und Bund haben sich aber können einigen auf eine Roadmap. Wir gehen fest davon aus, dass vor allem jetzt der Zuweisungsteil sehr gut wird funktionieren. Wir haben ja als Dash-Kanton ohnehin nicht so viel zu befürchten, weil wir auch ohne neue IT-Programme gut können. Zusammenarbeiten mit dem Bund. Es gibt noch ein IT-Tool im Bereich der Rückkehr, wo noch verschiedene Arbeiten nötig sind, aber auch da gibt es eine Übereinkunft zwischen Bund und Kantonen. Und wir gehen davon aus, dass darum der Vollzug jetzt von der Neustrukturierung Asyl nicht massgebend beeinträchtigt ist. Da ist aber klar, dass man sich wünscht, dass da in absehbarer Zeit natürlich auch noch technisch besser unterstützt werden kann. Das Problem vom Bund, nicht unseres im Kern. Genau. Gut. Weitere Fragen? Nur zu. Also vielleicht noch bei den Härtefällen. 15 Personen hat das Migrationsamt vom Bund oder abgelehnt. Was sind denn das für Gründe? Also, oder wir haben die Härtefall, das sind bei 14 Personen hat das Migrationsfall den Härtefall abgelehnt. Mhm. So. Ja, weil sie die Voraussetzungen nicht erfüllt haben. Oder unsere Praxis ist die, dass wir eigentlich nur die gesuchte Härtefallkommission zur Annahme empfehlen, von der wir davon ausgehen, dass sie am Schluss den Bund auch genehmigen. Und ich kann also mit einiger Freude sagen, der Bund hat alle unsere Anträge immer genehmigt und wir haben einfach die Praxis, dass wir nur die Anträge weiterleiten, wo wir überzeugt sind, dass der Bund sie auch genehmigen kann. Und es ist immer eine Prüfung im Einzelfall. Da hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass jemand dann halt die Sprache doch nicht hat können, die Integrationsfähigkeit sich nicht gezeigt hat, oder vielleicht ist er auch straffällig geworden während dem Verfahren, und dann muss man ehrlich sein, dann geht es nicht. Darum heisst es ja Härtefallprüfung. Das ist kein Persilschild, sondern wir prüfen den Einzelfall. Also das kantonale Migrations... Ja, das sind wir, genau. Also man kann davon ausgehen, alles, oder es ist, also meinen Sie jetzt nicht noch mehr im Detail, die meisten von diesen 100 Personen, die eine Aufenthaltsbewilligung haben, hat sowohl das Migrationsamt wie auch die Härtefallkommission ja gesagt. Oder? Und vielleicht in einzelnen Fällen hat einer von beiden Nein gesagt, aber nachher SEM, wenn es Gesuch bekommen hat, es trotzdem anerkannt. Also ich kann sagen, es ist kein von unseren Gesuchen aus dem Kanton Zürich bis dato abgelehnt worden. Haben Sie noch eine Frage? Ja, also wenn ich eben mit der Härtefall, eben nach 5 Jahren kommen wir da in Frage, also gibt es ja jedes Jahr wieder ein paar, wo da in Frage kommen, also was ist das vielleicht für eine Zahl pro Jahr, wo da dann in Prüfung ist, nachdem jetzt der Berg eigentlich mal durch hat, einfach wo man alle angeschaut hat? Also sind wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viele, weil sich unsere, du müsstest mich korrigieren, weil sich unsere Alterspyramide bei den Nothilfebeziehenden natürlich radikal verändert hat. Sie hat sich so verändert. Oder? Wir haben jetzt viel mehr Gesuche, die 1, 2, 3 Jahre da sind und wo der definitive Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht nachher ein beschleunigtes Verfahren so schnell kommt, dass eine Härtefallprüfung weit weg ist. Wir haben jetzt glaube ich, wirklich die alten Fälle aufgeräumt. Da hat es Leute mit 13, 14, 15, einer ist glaube ich, 25 oder 27 Jahre da gewesen. Also wir haben wirklich mal aufgeräumt. Ich glaube, nach einer längeren Zeit kann man auch besser beurteilen, ob sich jemand integriert. Und ich gehe davon aus, dass das verhältnismäßig wenig Fälle werden sein, die jetzt überhaupt noch in Frage kommen, weil einfach das beschleunigte Verfahren dazu führt, dass die Leute nicht erst nach 4, 5 Jahren definitiv Bescheid wissen, sondern in der Regel also nach spätestens 2 Jahren einen definitiven Entscheid haben. Der grob nickt, das meint, es ist fertig und wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung für Einzelgespräche. Wir haben vielleicht Frau Lüberstedt, die dann den Vorrang
den Vorrang hat. Und wenn Sie Fragen an Herrn Bitschardt oder an mich haben, dann beantworte ich beide. Merci vielmals.